Whoa, if I could talk to the animals, just imagine it, chatting with a chimpanzee. Imagine talking to a tiger, chatting with a cheetah. What a neat achievement it would be. If we could talk to the animals and learn their languages, maybe take an animal degree. I'd study elephant and eagle, buffalo and beagle, alligator, guinea pig and flea. Musik kann nicht nur Menschen verzaubern, sondern auch Tiere. Der britische Konzertpianist Paul Barton hat die Konzert... Komm, mach den letzten Satz. Ja. Na gut. Er bringt's nicht mehr. Er ist auch alt geworden. Er bringt's nicht mehr. Es wird also Zeit, den... Es ist immer noch so genauso beschissen, immer mit euch zu drehen. Verdammte Scheiße. Okay, ich laufe. Dann bitte. Musik kann nicht nur Menschen verzaubern, sondern auch Tiere. Der britische Konzertpianist Paul Barton hat die Konzerthallen an den Nagel gehängt und spielt nur noch für Elefanten. Schubert, Chopin, Beethoven. Die Elefanten reagieren. Sie hören zu, sie lehnen sich zurück oder legen den Rüssel auf das Piano. Es wird also Zeit, auch den Elefanten im Berliner Zoo mal was Gutes zu tun. Im großen Showtime, Herr Kessler. Experiment! Ich begrüße jetzt Svenja Eisenbart vom Zoo Berlin. Hallo Svenja. Hallo. Und Svenja und ich haben uns natürlich ein Berliner Talent ausgesucht, das heute für die Dickhäuter in die Tasten greifen wird, nämlich Ron Maxim Huang. Hallo Ron. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ja, ich freue mich auch. Ron, hast du schon mal für Tiere gespielt? Ja, nur für Haustiere, Hunde, Katzen und sowas. Okay, und wie haben die Haustiere reagiert? Ja, manche Hunde, die heulen sofort mit und rennen wild rum, aber manche reagieren gar nicht. Also ist immer unterschiedlich. Seit wann spielst du Klavier? Ich spiele, seitdem ich 9 bin. Was spielst du am liebsten? Was sind so deine Lieblingskomponisten, die du gerne spielst? Also ich mag Bach sehr gerne, aber ich will mich nicht so festlegen. Ich bin noch ganz offen für alles. Also ich mag alle Komponisten von Romantik bis Barock, alles Mögliche. Bist du jetzt so der Nerd in der Schule und alle sagen, oder bist du, gucken die schon und denken, mein lieber Scholli, der Mann, der kann aber was? Nee, ich habe das Glück, dass ich an einem Musikgymnasium bin, also sind alle Musiker. Ach so, das heißt... Das sind alles Nerds, deswegen. Das sind alles Nerds. Und Svenja, was ist jetzt so dein Musikgeschmack? Auch Klassik? Sind wir da auch zu Hause? Nee, komplett in die andere Richtung. Also instrumental finde ich richtig gut. Bin zugezogen in Berlin, da steht man ja viel auf elektronische Musik. Das hörst du eher so? Ja, genau. Und Svenja, du hast hier im Zoo Berlin die Zooschule. Was muss ich mir jetzt darunter vorstellen? Lernen die Elefanten jetzt noch schreiben und lesen und machen vielleicht in absehbarer Zukunft das Abitur? Das wäre super. Aber bei uns in der Zooschule lernen nicht die Tiere, sondern die Besucher. Wir sind der außerschulische Lernort des Zoos. Wir machen alles für Kitas, Schulen, Kindergeburtstage, Erwachsenenführungen, Hochzeiten. Alles, was du dir vorstellen kannst. Ich kann hier heiraten? Du kannst hier heiraten. Mit den Elefanten? Können wir auch machen. Ach, interessant. Genau. Okay. Was sind deine Lieblingstiere hier im Zoo? Ganz schwierige Frage. Ich mag die Elefanten sehr. Ich auch. Aber aktuell sind es tatsächlich die Panda-Bären. Die Panda-Bären. Der Ron spielt jetzt heute für die Elefanten. Ja. Für welche Elefanten spielt der Ron heute? Ron wird heute für Viktor und Drumbo spielen. Unser kleines Liebespärchen hier. Oh, also Zoo. Männlein und Weiblein. Richtig. Viktor der Mann, Drumbo die Dame. Ganz genau so sieht's aus. Wie alt sind die beiden? Also Viktor ist 93 geboren. Der, 93 geboren? Ich dachte schon, der ist genau. 93. Genau. Oh, ja. Und Drumbo, die ist 70er-Jahrgang. Drumbo ist also eine relativ alte Dame, aber schwer verliebt. Ja, Viktor aber auch in sie. Was aber Viktor nicht weiß, ist, Nachwuchs wird es nicht mehr geben. Dafür ist sie schon ein bisschen zu alt. Aber das wollen wir ihm nicht verraten. Svenja, was denkst du, wie werden die beiden reagieren, wenn sie jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben klassische Musik hören werden? Ja, das ist eine gute Frage. Ist eine Hast du eine Ahnung? Ich habe eine Idee. Also, ich kann mir vorstellen, dass Viktor sehr positiv darauf reagiert. Mhm. Ich gehe davon aus, dass er neugierig sein wird. Drum kann ich da nicht einschätzen, aber bei Viktor, glaube ich, den wird das schon interessieren. Ron, bist du bereit? Ja, natürlich. Die Fingerchen sind warm, ja. Eingespielt. Gut, dann würde ich sagen, the stage is yours.
Meine Damen und Herren, sehen und hören Sie jetzt Ron Maxim Huang mit Silberne Wolken verfolgen den Mond von Zhen Guang. Ja, noch fressen sie weiter, ne? Ja. Ist gerade Mittagszeit, ne? Ja, auf der anderen Seite, wenn du auf einer Feier bist, also weiß ich nicht, bist du der Erste auf der Tanzfläche? Nein. Ich auch nicht. Und ich glaube, ein Elefant auch nicht. Es ist was Heiteres, ne? Es ist was. Sie müssen es ja auch erstmal aufnehmen, erstmal hören, begreifen. Er hat ein bisschen den Kopf schon zu uns geneigt, ein wenig, Victor. Victor, das ist für dich, Drumbo. Oh, er tanzt. Jetzt schwingt er aber das Tanzbein. Ja. Meine Damen und Herren, sehen und hören Sie jetzt Ron Maxim Huang mit einer Etüde von Prokofjew. Leichtes Nicken im Kopf, leichtes Nicken. Aber Drumbo kommt jetzt. Drumbo kommt ins Spiel. Ja. Das war's. Prokofjew, das wollte sie hören. Ja. Jetzt haben wir sie gekriegt. Wir gucken beide. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Ich hatte das Gefühl, das chinesische Stück, ja, machte sie ein bisschen warm, machte sie ein bisschen auf, die Elefanten. Aber bei Prokofjew ging es eigentlich ziemlich ab, oder? Auf jeden Fall. Ich da glaub, ist auch Drumbo abgegangen. Ja, ja. Also ich glaube, temperamentvolle Tiere stehen auf temperamentvolle Musik. Also das war es im Grunde genommen. Und ich finde schon, sie haben ein bisschen reagiert. Sie haben geguckt, sie haben das Tanzbein ein bisschen gehoben. Sie haben geschaut, sie haben uns das Gesicht zugewendet. Also ich finde, das Experiment ist geglückt, oder? Auf jeden Fall. Vielen Dank, Ron. Vielen Dank, Svenja. Sehr gerne.